Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei wichtigen Klassen, Methoden, die wir so benötigen, die uns aber das System zur Verfügung stellt. Eine ziemlich wichtige Sache ist ein Stream. Ein Strom, das ist ein Datenstrom, ist da gemeint, aus einer beliebigen Quelle. Ist einmal vollkommen egal, wo das herkommt. Es kann ein Netzwerk sein, es kann viele verschiedene Quellen und Senken, auch wenn ich was wegschicke, schreibe ich das in einen Stream. Ja. Und auch zum Beispiel, mit was wir uns heute beschäftigen werden, ist Lesen und Schreiben von Dateien, von Textdateien. Ja. Dann wandle ich die Datei praktisch in einen Stream um und kann diesen Stream lesen. Und das möchte ich kurz herzeigen, wie das funktioniert. Da gibt es nämlich zwei Klassen, den Stream Reader und den Stream Writer. Also der Stream Reader, ich hab mal eine Textdatei erzeugt. Ich habe mir zwei Textdateien erzeugt. Das eine schaut so aus, hallo, wie geht es heute? Ja, und ich möchte diese Textdatei lesen und ausgeben in der Konsole. Das ist das Ziel. Ja. Dazu verwende ich den Stream Reader. Das schaut so aus, StreamReader, ja, ein Objekt, und da sage ich Reader, ja, und das ist NewStreamReader. StreamReader, so, und dann müssen wir die Datei irgendwie angeben, und das machen wir mit Add, ja, das ist SystemAdd, brauchen wir Add, ja, und dann die Dateinamen, und der ist bei mir c://dmp und heinz.txt. So habe ich das genannt und jetzt schreibe ich es auch noch richtig und dann sind wir schon zufrieden. Jetzt öffnet dieser Stream Reader praktisch die Datei. Nur nicht richtig, ja, weil ich mache jetzt nämlich einen String und sage Inhalt und lese das in den Herst. Inhalt. Ist es noch früh oder was? Ja. Lest es ein und zwar von wo? Vom Reader. Ja. Und was, da gibt es verschiedene Readline oder ich mache Read to End. Ja, ich lese gleich die ganze Datei in diesen String ein. Ja. Und dann sage ich schon Reader.close. Bin schon fertig. Sind wir schon fertig? Ja. Haben die Datei schon gelesen, haben sie im Speicher in der Variable Inhalt. Ja. Und jetzt teile ich diese Variable auf mit einem Array, ja, und sage, dieses Array soll eben Zeile heißen, oder Zeile, ja, und das ist Inhalt. Und jetzt gibt es da, ich habe ja gesagt, die String-Klasse ist ebenfalls wichtig, da gibt es da Split. Split. Und dann sage ich ein Zeichen, mit dem ich splitten will. Und wir haben ja die Escape-Sequenzen schon kennengelernt. Dann sage ich Newline. Ich möchte jetzt praktisch Zeile für Zeile da drinnen haben. Ein Array an Strings und in jedem Element soll eben ein Inhalt drinnen sein, bis zum Enter, bis zum Newline. Ja? Und jetzt macht das for each schon Sinn, weil ich weiß ja nicht, wie viele das sind. Ich habe das gerade gelesen. Ich weiß es ja nicht. Ich kann jetzt sagen, for i ist gleich 1, du oder was weiß ich was. Ja. Jetzt sage ich einfach for each. Ja, das haben wir auch gesprochen. Für jeden String z in Zeile. Ja. Was machen wir da? Wir schreiben es auf die Konsole. Console. WriteLine. Ja, und zwar die Zeile schaue ich aus. Wunderschön. Ja, wunderschön. Also ich öffne jetzt die Datei heinz.txt, lese den Inhalt bis zum Ende, teile mir das auf in einzelnen Sachen und gib mir das aus. Play. Geht schon. Hallo, wie geht es heute? Fragezeichen. Und tatsächlich, das ist das, was in der Datei steht. Hallo, wie geht es heute? Wunderbar. Wunderbar. Es hat funktioniert. Das ist also der Stream Reader. Ja. Und das Ganze kann ich mit den Zahlen ebenfalls machen. Zahlen ist eine zweite Datei, die ich angelegt habe. 1,25, 2,5, bla bla bla, steht da drinnen. Ja. Geht schon. Abspülen. Was ist? 1,5, 2,5, wirklich vor. Ja. Lest aus.
Lest du aus. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin da ein Wirtschaftler. Ja, bin ein Wirtschaftler und ich möchte eigentlich umrechnen. Und zwar möchte ich die Mehrwertsteuer, das sind irgendwelche Nettopreise, und ich möchte die Bruttopreise berechnen. Das heißt, ich muss diese ganzen Zahlen hier, oder das, was ich aus der Datei gelesen habe, mit 1,2 multiplizieren. 20% Mehrwertsteuer haben wir in Österreich. Und das schreibe ich mal in eine andere Datei. Ja. Und weil ich so sophisticated bin, schreibe ich das nicht in eine Textdatei, sondern in eine CSV-Datei heißt das, Comma Separated Values. Das heißt, jeder Wert wird mit einem Strichpunkt vom anderen getrennt. Und was kann ich also machen? Das brauche ich sowieso. Ja. Reader Close, das kann ich machen. Und dann mache ich einen Stream Writer. Stream Writer. Okay. Dann mache ich einen Writer. Ja. Das ist der New Stream Writer. Und da muss ich ebenfalls praktisch die Dings angeben. Add. Und wo lege ich das hin? Das lege ich auf TMP. Und dann mache ich Zahlen.csv, nenne ich das. Ja. Comma Separated Value. Ist im Prinzip eine Textdatei, wo ebenfalls die Zahlen drinstehen. Und das war's. Ja. Und was muss ich da machen? Ja. Das kommt ja eigentlich da oben noch hin machen. Das ist immer gut, wenn man eine Datei nur so lange, also kurz wie möglich, so lange wie nötig, so kurz wie möglich offen hält. Und was mache ich da? Da mache ich mal ein Try. Weil jetzt kann es sein, dass was schief geht. Beim Catch mache ich nichts. Beim Catch machen wir einfach so. Das interessiert mich nicht. Ich möchte nur, dass das mein Programm nicht abstürzt. Ja? Und dann machen wir Double, weil sein Wert ist gleich convert.do. Jetzt macht do Double. Ja? Jetzt macht es nämlich einen Sinn, ja? Dass ich das in Zeilen aufgeteilt habe. Jetzt habe ich einen Wert nach dem anderen und der Wert müsste jetzt theoretisch dem Zahlenwert entsprechen. Gell? Und jetzt kann ich praktisch herumrechnen. Double Bruttowert ist gleich Wert mal 1,2, haben wir gesagt. Gell? 20% Mehrwertsteuer. Und dann sage ich der Writer, ja, genau. Und dann schreiben wir Write. Und da schreiben wir den D-Wert hinein. Ja. Und dann ergänzen wir noch einen Strichpunkt. Ja, weil wir haben ein Comma Separated Values. Ein Bruttowert natürlich, nicht D-Wert. Bruttowert, hallo. Bruttowert. Dabei, beim Writen kann was schief gehen und deswegen ist das den Trial Catch Exception und so weiter. Gut. Dann muss ich nur Folgendes machen. Beim Writer muss ich nur flushen. Was heißt das? Runterlassen muss ich. Das heißt, das wird nicht gleich auf die Festplatte geschrieben. Ja? Also das, ich schreibe das zu einem Stream und zu einem passenden Zeitpunkt das Betriebssystem, jetzt schreibe ich es doch einmal auf die Festplatte. Jetzt sehe ich da, ich meine, das ist ein bisschen asynchron, funktioniert das. Und wenn ich das flushe, ja, dann wird das System praktisch gezwungen und so, jetzt ist er fertig, jetzt kann ich mir nicht mehr Zeit lassen, jetzt schreibe ich es gleich auf die Festplatte. Schreibe es auf die Festplatte, passt. Wunderbar. Ja. Writer.close, genau, zumachen müssen wir noch die Datei wieder. Immer wichtig, ja. Stream öffnen, schließen und dann sind wir fertig. Ja. Das müsste jetzt funktionieren. Jetzt drücke ich mal da hin und schaue, was passiert. Irgendwas ist ausgegeben worden, irgendwas wurde processed. Wenn ich jetzt in das Verzeichnis hineinschaue, ist eine Zahlen-CSV angelegt und wenn ich mir die anschaue, steht da 1,5 Strichpunkt, Strichpunkt ist ja das Komma separated value, gell? 3,4,776, ja, das schaut ja ganz gut aus. Weil wenn man die Textdatei anschaut, 1,25 mal 1,2 ist 1,5. 2,5 mal 1,2 ist, das funktioniert tatsächlich. Das hat funktioniert, gell? Jetzt habe ich da praktisch eine Liste mit Bruttopreisen und fertig. Ja? Also so funktioniert es. Stream Reader und Stream Writer, ja, um eine Textdatei zu lesen. Ja? Und wie gesagt, Streams sind mannigfaltig, wenn ich aus irgendeinem
aus dem Internet was lesen will, aus dem Netzwerk oder von der Tastatur oder vor irgendeinem Peripheriegerät, das geht alles mit Streams. Ja. Gut, haben wir also die Streams auch erledigt. Das sind jetzt eigentlich so die wichtigsten Klassen gewesen, würde ich sagen. Ja. Jetzt haben wir recht viel gemacht in der Konsole. Ja, und wir sitzen ja vor einem Windows-Betriebssystem, ja, was schon viele Jahre gibt und da sind Fenster und so weiter. Warum habe ich kein Fenster? Warum habe ich keinen Knopf, wo ich draufdrücken kann? Nun, das ist eine Stufe komplizierter wie die Konsolenanwendungen, aber das wird unser nächstes Thema sein. Ja. Windows-Anwendungen mit Fenster, mit einer sogenannten Form, was das ist, wie das funktioniert, nächstes Video. Ja. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.